Ja, Leute, heute ist mal die Belagerung ran und ihr seht das, ich werde das heute mit meiner Mama zocken. Also coole Sache, bleibt dran. Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Brawl Stars. Brawl Stars. Brawl? Brawl Stars? Irgendeiner schreibt ja in den Kommentaren, Toto, das hört sich immer an wie Brawl Stars. Ja, ich weiß. Aber wir wollen heute mal die neuen Modis antesten und ihr habt das vielleicht in den News gelesen. Die News sind auch, das ist auch mal witzig, dieses Spiel ist ja komplett Englisch, ein bisschen Deutsch, ein bisschen Englisch. Aber das Update ist da und ich habe es nicht, nicht vergessen. Ich wusste ja, dass ein bisschen was kommt. Und es gibt also einen neuen Brawler demnächst. Es gibt demnächst den Karl. Da bin ich mal selten gespannt, weil es ist ein super seltener Brawler, den ich sicherlich nicht bekomme. Vielleicht doch, weiß man nicht. Aber es gibt ein paar neue Spielemodis. 3 gegen 3 Spielemodis. Die Belagerung und das will ich heute auf jeden Fall mit euch spielen. Das habe ich heute Abend schon mal angezockt. Und ich muss sagen, es macht wirklich Laune. Ihr habt mir auch die Tage, oh, wir haben ein neues Ereignis. Ihr habt mir auch die Tage in die Kommentare reingeschrieben, dass ich immer nur die kleinen Brawler spiele, also die schwachen Brawler. Und ich bin jetzt schon seit 1 oder 2 Tagen mit dem Colt unterwegs. Ihr seht, ich habe ein paar Pokale gewonnen. Aber wir gehen mal in die Belagerung rein. Ich habe zwar jetzt schon die Star-Marke dafür bekommen, das ist aber, glaube ich, nicht so schlimm. Ich muss sagen, das ist eine coole Sache. Ist eine coole Sache. Und ihr könnt mir gerne mal unten reinschreiben, was ihr von den neuen Spielemodis haltet. Also man muss hier so Marken sammeln, die dann einen Roboter herbeirufen. Und je mehr Marken man hat, man muss die Marken allerdings so ein bisschen halten, damit sie unten dann reingehen. Und ihr könnt rechts oben bzw. bei eurem Team dann sehen, wer hat eigentlich welche oder wer hat eigentlich wie viele Marken. Und je nachdem, wenn die Belagerung beginnt und die Mannschaft, die meisten Marken hat, dort spawnt dann halt eine kleine Unterstützung. Kleine Unterstützung, die mal gar nicht so super klein ist. So, den machen wir da mal weg. Dann haben wir das Ding auch. Ich habe jetzt einen und den muss ich jetzt irgendwie abliefern. Beziehungsweise da ist er jetzt gerade drin. Ihr habt das gerade gesehen. Da muss man schon ein bisschen genauer hingucken. Und da kommt unser Robi. Da kommt unser kleiner Robi, um uns ein wenig zu unterstützen, damit wir die Belagerung hier durchbekommen. Auch wenn wir hier so ein bisschen durchlecken, das ist nicht so schlimm. Der geht erstmal durch und ich bin schnell genug wieder da. Das kann ich euch sagen. Aber der hat hier jetzt, okay, jetzt gehen schon mal so ein paar Prozent von dem Ding hier runter. Ich weiß gar nicht, was es ist. Ah, das ist, ah, stimmt. Das ist auch so eine heftige Kanone. Also da stand extra dran, kommt dem nicht zu nahe, sonst seid ihr, ja, sonst seid ihr weg. So wie wir es gerade gesehen haben. Und muss ich aber, ich muss sagen, das ist eine echt nice Ergänzung hier in dem Spiel. Was macht die Jenny hier? Okay, Jenny macht gar nichts. Und dann hauen wir hier mal so ein bisschen Feuer rein. Oh, ich habe einen, den muss ich jetzt gerade abliefern. Ich muss den nur ein bisschen halten, ihr seht das. Dann fliegt er da hinten hin und wir haben schon wieder 5. Das lässt schon wieder hoffen, dass wir gleich den Robi wieder bekommen in der nächsten Belagerung. Wir haben unseren Roboter konstruiert, da kommt er jetzt auch schon. Ah, richtig cooles Ding, muss ich sagen. Und der Spielmodi hier dauert leider ein bisschen länger, aber dafür hat Supercell geschrieben, bekommt man etwas mehr Marken und man bekommt auch mehr Trophäen hier. Beziehungsweise, komm, lass das Ding mal jetzt kaputt gehen, da ja, Brot vorbei. Easy. Sehr geil. Und ich kriege wieder 10 Trophäen dabei. Das finde ich so nice an dem Ding, muss ich sagen. Das finde ich nämlich wirklich so nice an dem Teil. Keiner hat mehr Bock, das mit mir zu spielen und wie viel. Oh, ich kriege schon wieder 80 Marken. Ich habe schon wieder ein bisschen gekauft. Ich verlasse das Ganze jetzt aber eben mal, denn ich wollte mir noch ein bisschen was gönnen. Ah, 71. Und da haben wir schon wieder eine Truhe. Ich bin so ein bisschen. Ah, Spiele werden immer dann verändert, wenn irgendwas Neues kommt. Und dann ist natürlich auch der kleine Hype mal da. Sowohl bei denen, die es spielen, als bei denen, die es auch aufnehmen. Und das, was ich eigentlich machen wollte, ich wollte mir im Shop eigentlich tatsächlich mal dieses Willkommenspaket gönnen. 3 Tage, 14 läuft es noch. Feier den Beginn deiner Brawl Stars Reise. Okay, wo die auch immer hingeht. Ich meine, ich bin ja schon ein bisschen dabei. Und ich denke, für 5,49 der vierfache Wert. Das ist mal drin. Das ziehe ich mir gerade mal rein und dann mache ich einen kurzen Cut. Und dann seht ihr, was wir gewinnen.
Ey, die Zahlung ist erfolgreich. Okay, die Zahlung war erfolgreich. Ich kriege erstmal 170 Juwelen. Ich bekomme zwei von den Megaboxen. Ah, mal gucken. Mal sehen, was da so drin ist. Bisher hatte ich in den Megaboxen immer so ein bisschen Pech. Aber Münzen kann man immer ganz gut gebrauchen. Ich bekomme Powerpunkte für Poco. Jo, das passt so. Für Colt. Oh, den spiele ich ja ganz aktuell. Also, da kann ich die Dinger natürlich gebrauchen. Wir haben immer noch drei verbleibende Gegenstände. Das lässt ja mal so ein bisschen hoffen, dass wir hier mal ein wenig ziehen. Aber ich denke mal, Alter, 44 für El Primo. Und wir haben immer noch ein Ding hier offen. Und wir bekommen für den Bali auch noch mal ein paar Punkte. Ich habe gelesen, der Bali macht jetzt ein bisschen mehr Schaden. Und auch seine Fähigkeit macht ein bisschen mehr Schaden. Zweite Truhe hier öffnen wir auch gleich. Und 293 Münzen. Ja, das darf man nicht verkennen. Das ist ziemlich viel hier, muss ich sagen. Ich meine, ich habe jetzt mal wieder 5,49 € investiert hier. Aber sei es drum. Die Entwickler müssen unterstützt werden. Und wenn ich Spaß am Spiel habe, dann unterstütze ich das auch ganz gerne mal. Wir haben noch zwei verbleibende Gegenstände. Powerpunkte für den Rico. Okay. Und ein paar Powerpunkte für Jesse. Oh, Jesse, habt ihr in der letzten Folge gesehen, spiele ich echt, echt gerne. Und nochmal Ereignistickets. Auch das Ereignis habe ich in der letzten Saison nicht, sondern in der letzten Folge so ein bisschen gespielt. Nee, zwischen den Folgen. Also das konnte ich nur einmal kaufen. Und das kann ich jetzt auch nur einmal kaufen. Okay, Level 15 Paket. Das habe ich mir nicht geholt, aber das andere hat den vierfachen Wert. Und ich denke, das ist richtig, richtig gut. Ich gucke mal, ob ich die Mama hier reinkriege. Mama, Mama, Mama. Komm, wir laden die Mama mal ein, mal sehen, ob die hier reinkommt. Ich bin jetzt echt mal gespannt, denn das ist eine echte Quasselstrippe. Mama zockt ist eingeladen. Okay, na dann komm. Lass uns mal die Belagerung spielen hier, Mama. Mal sehen, ob das jetzt was wird. Da ist sie, okay. Ja, ich wäre bereit, die Belagerung hier weiterhin zu spielen. Ich spiele ganz, ganz selten mit meinen Teammates hier, denn ich bin eigentlich so, ja, manchmal ist keiner da, manchmal ist einer da. Und, okay, sie wählt nochmal Brawler aus, mal sehen, welchen sie nimmt. Aber die Belagerung, ich muss sagen, das macht mir echt Bock. Bisschen was sammeln, bisschen was tun, so ganz abseits von immer nur zerstören, zerstören, zerstören. Das ist ja auch mal gar nicht mal so schlecht. Wie oft wählt die denn das? Naja, ich hoffe, sie wechselt jetzt nicht so oft wie wir hier, wie sie ihre Kommentare so ultra lange schreibt und ist auch eine echte Quasselstrippe. Hurra, sie hat sich endlich entscheiden können. Wir können ein bisschen was spielen. Also das erste Mal mit Mama zockt hier zusammen. Und gleiches Prinzip, wir müssen also wieder ein bisschen sammeln. Ich würde aber eher dem hier auf der Seite ein bisschen folgen. Und ich hoffe, sie hat schon mal gespielt. Ich denke mal schon, dass sie das schon mal gemacht hat. Da müssen wir sie gerade mal ein bisschen unterstützen. Dann haben wir nämlich schon unsere Marken hier drin. Ah, okay, die sind mit zwei Tanks da unterwegs. Ah, das ist aber nicht, das ist nicht in diesem Game, muss ich sagen, in dem Modus ist das nicht unbedingt der Vorteil, glaube ich. Und ich denke mal, wenn man das jetzt öfter gespielt hat, dann weiß man auch, wo die Dinger hier immer spawnen, damit man die effektiv sammeln kann. Und der Gegner hat auch schon zwei, okay. Aber mein Team hat den Roboter gemacht. Jawohl. Das läuft, Mama. Das geht auf jeden Fall schon mal gut. Ach so, ich bin ja gerade mit dem anderen gar nicht unterwegs hier. Na komm. Das haben wir. Okay. Mal sehen, wie die da jetzt durchgeht. Und, schade. Ich habe jetzt noch zweimal auf die. Aber die Maschine verteidigt, diese Kanone verteidigt richtig gut. Das hätte ich jetzt mal nicht so erwartet. 94, 91. Jetzt müssen wir da oben natürlich ein bisschen mitmischen, damit wir ein wenig die Dinger beziehungsweise dieses Teil da kommen. Oh, das wird eine spannende Geschichte. Der Gegner hat nämlich schon drei gesammelt. Ich weiß gar nicht, ob die addieren oder ob man die immer neu sammeln muss. Oder ob man die neu sammeln muss. Okay, wir haben zwei gesammelt. Ich kann noch einen sammeln. Ich habe einen gesammelt. Das ist cool. Und wir haben 3-3. Ah, nee, der Gegner hat schon vier gesammelt. Aber wir haben auch vier. Wir haben fünf, sehe ich gerade. Und Belagerung unentschieden. Keine Belagerungsroboter werden gemacht. Okay. Wenn das unentschieden ausgeht, haben wir jetzt auch mal gelernt, dann passiert hier nichts. Also die nächste Belagerung erst in 55 Sekunden. Da haben wir ein bisschen Zeit. Aber wie gesagt, das Spiel dauert auch ein bisschen länger als normal.
Und deswegen, da kriegen wir schon wieder einen rein, jawohl. Und Mama ist gut dabei. Mama ist nett dabei, muss ich sagen. Und den haben wir hier unten gekriegt, den Bull. Jawohl, dann können wir ein bisschen durchrecken. Wir haben 8, der Gegner hat leider 10. Oh shit, Leute, der Gegner hat 10 hier. Ich habe einen, kann ich den noch abliefern? Kann ich den noch abliefern? Oh, ich konnte ihn abliefern. 11, 11. Ich konnte ihn abliefern. 12, 12. Alter, das ist ja hammerspannend. Das ist mal hammerspannend hier. Und jetzt muss ich hier voll reinballern, was das Zeug hält. 14, 13. Wer kriegt die nächste Belagerungsmaschine? 15, 13. Na, komm. Ah, wir haben die Belagerungsmaschine. Komm. Jetzt lass uns mal ein bisschen mit der Belagerungsmaschine nach vorne gehen. Echt geile Sache hier. Donnerwetter, das freut mich mal. Ich muss sagen, das freut mich wirklich. Und hier voll auf die Kanone hier. Den Bull hier auch noch weggemacht. Komm, das Ding, das müssen wir einfach im Sack haben mit der Maschine, jawohl. Wir haben den Bull hier. Mama. Peace, ey. Alter, wie geil ist das denn? Donnerwetter. Und wieder 10 Stück dazu gekriegt. Hammerhart. Kann ich euch sagen. Es macht mir. Ihr merkt das ja selber. Ich bin sowas von dabei. Aber ich verlasse das Team hier jetzt. Das hat mir jetzt auch. Ich will nicht sagen, das hat mir gereicht. Aber coole Sache. Ein Ding können wir hier noch öffnen. Und ich hoffe, die Modis gefallen euch. Also die neuen Modis gefallen euch genauso gut. Es gibt ja noch einen Modi. Das habe ich heute in der Juwelenjagd gesehen. Da gibt es so eine Sprungfalle. Auch das ist sehr, sehr nice. Also, wenn ihr der Meinung seid, es gefällt euch genauso gut wie mir, dann hinterlasst mir das ruhig. Und ich würde sagen, ja, bis demnächst und euer Tutor Broad, vielleicht wieder mit der Mama. Mal sehen, sie ist noch mal bereit. Wir machen jetzt noch ein bisschen weiter, aber für diese Folge reicht es. Bis dahin, euer Tutor Broad.